Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 18 Ultimate Team Impact. Oh mein Gott! Ja, letzten 7 Spiele stehen an. Das sind jetzt also normalerweise noch 3 Aufnahmen. Und ich möchte alle gewinnen. Wie immer, ich möchte immer alles gewinnen. Jeder möchte immer alles gewinnen. Aber wichtig ist, dass ich vor allem wieder diszipliniert und ruhig spiele. Das hat mir ganz gut gefallen dieses Wochenende. Also in dieser Weekend League jetzt bin ich ganz zufrieden mit. Und ich denke, ich hätte so vielleicht 2 Spiele, maximal 3, mehr gewinnen können, als ich bisher gewonnen habe. Also sehr viel mehr war, würde ich behaupten, dieses Wochenende nicht drin. Einfach. Also, ja. Aber am PC macht natürlich 2 oder 3 Siege mehr oder weniger extrem viel aus, weil, ja, man aller 2 Siege im Rang aufsteigt, außer halt von Gold 3 zu Elite 1, von Gold 1 zu Elite 3. Da braucht man 3 Siege, aber wie gesagt, 2 bis 3 Siege macht viel aus. Aber es gab auch schon schlimmere, wo ich mehr, denke ich, liegen gelassen habe. Und von daher, ich bin ganz zufrieden. Auch dieses sehr disziplinierte, abgezockte Spielen bis zum Ende dran glauben und durchhalten. Das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Ach ja, und jetzt ist Philipp wieder da. Ich weiß gar nicht, wie viele Chancen mir Philipp geben. Ich denke, er hat jetzt, glaube ich, 16 Spiele gehabt. Wir gucken uns dann seine, denke, 4 Spiele wird er wahrscheinlich. Oder sagen wir mal so, ich lasse jetzt Philipp einfach noch die restliche. Also diese Weekend liegt jetzt noch drin und dann rechne ich ab, wenn die vorbei ist und wenn er dann nicht, ja, wenigstens fast so die Scorer-Punkte wie Ribéry hat, dann kommt halt Ribéry wieder. Ich würde halt eigentlich lieber Philipp spielen, weil er hat eigentlich den besseren Abschluss und das vermisse ich so ein bisschen bei Ribéry, aber jetzt konzentriere ich mich mal aufs Spiel. In Ruhe spielen, zwar ein krasses Team, vielleicht habe ich Glück und der Gegner spielt schlecht mit seinem krassen Team, das wäre nicht das erste Mal. Schade. Doppelt schade. Interessant, dass es kein Foul war. Sehr gut. Stand Sokrates genau richtig. Schön gemacht mit Goretzka. Mit Lukaku hat er natürlich einen sehr kopfballstarken Spieler. Muss mal aufpassen. Oh, er scheint auch jemand zu sein, der gerne rennt. Wie es mir scheint. Ja, er rennt sehr gerne. Es kann von Vorteil sein. Also ich glaube, es ist insgesamt ist es schon leichter, gegen jemanden zu spielen, der so aggressiv drauf rennt, weil da eher mal ein Stellungsfehler entsteht. Als bei jemand, der total abwartend spielt. Und was natürlich auch dazu kommt, er macht halt die Ausdauer seiner Spieler kaputt. Das heißt, am Ende des Spiels hat er halt eher Probleme mit der Ausdauer als ich. Schade. So, erste Ecke für uns. Bundesliga auch recht kopfballstark. Von da schauen wir mal. Und da ist Origi. Kaum habe ich es gesagt. Und er war sogar gedeckt. Das ist halt echt krass. Aber wo ich das erste Mal Origi hatte. Es war genau der gleiche Spieler, der genau den gleichen Champions League Style war, irgendwie nicht so kopfballgefährlich. Vielleicht ein bisschen Pech damals gehabt. Aber da habe ich diese Kopfballgefahr nicht so gemerkt. Und er war total unplatziert, aber halt so straff, dass der Tschech nichts mehr machen kann. Sehr geil, jetzt müssen wir uns konzentrieren, dass wir hier nicht verlieren, nachdem wir 1-0 führen. Und im besten Fall halt nachlegen. Schön gemacht mit Philipp. Und der Philipp fühlt sich auch schon wieder jetzt geiler an als Coman. Also. Er fühlt sich halt ultra geil an, aber leider hat Ribéry bisher mehr Scorerpunkte gemacht. Leider, weil ich halt logischerweise am liebsten mit jemandem spielen will, der viele Scorerpunkte macht und sich geil anfühlt. Wie halt ein Perisic zum Beispiel. Oh, fuck. Okay. Schlechter Abschluss. Ich glaube, er hätte hier noch einen Schritt gehen müssen. Hätte auch verzögern können nochmal. Und dann ist lange Eck schießen, weil Schmelzer war rechts von ihm. Er kann einfach ein Stück nach links gehen, sich besser ausrichten, dann kann er das lange Eck schießen. Also da hat er sich gerade eine große Torschance entgehen lassen, muss man zugeben. Hätte direkt passen sollen, das war mein Fehler.
Oh, was? Oh, ich dachte, der Kopfball kommt an. Bin einfach weitergerannt. Das war knapp. Fuck, ich hätte vielleicht nochmal auf Gnabry passen können. Scheiße. Das braucht das 2-0. Der Gegner ist so aggressiv. Der ist so nach vorn. Es wird halt so schwer hier mit nur einem Tor zu gewinnen. Und ich glaube, es ist jemand, der auch schnell angepisst ist, wenn es hier 2-0 hinten, also wenn es hier 2-0 für mich steht. Deswegen wäre es halt echt geil, wenn wir da versuchen könnten, den Deckel drauf zu machen. Das darf halt nicht passieren. Ah, war ich jetzt. Schade. Schöner Stellungsfehler von Schmelzer. Ich glaube, ich muss mir echt Alaba holen, ohne Scheiß. Oh, ein Tick zu weit. Ne, geht noch. Einfach mal abschließen. Er macht es gar nicht schlecht. Er macht es gar nicht schlecht. Ich glaube, ich versuche direkt nochmal auf Origi zu spielen. Er hat jetzt das Tor gemacht. Oh, krass. Kein Elfmeter. Das ist unverdient. Ich raff das nicht. Ich raff nicht, wieso so oft einen unverdienten Elfmeter. Also wie gesagt, es gibt nicht oft unverdiente Elfmeter im Vergleich zu früher. Früher gab es das viel, viel öfter. Aber jetzt nur auf dieses FIFA bezogen. Ich verstehe nicht, warum es so oft hier in dem FIFA 18 unverdiente Elfmeter gibt und gleichzeitig aber so viele verdiente nicht. Ich meine, es ist irgendwie dann ausgleichende Gerechtigkeit, aber komplett bescheuerte ausgleichende Gerechtigkeit. Sehr platziert, sehr schön. Und ich denke, das ist nicht der Deckel, aber ich denke, es ist wie gesagt ein Spieler, der ziemlich gepisst ist. Nach dem 2-0, der jetzt noch aggressiver und vogelwilder wird, vielleicht ein paar Grätschen auspackt. Und dann können wir jetzt, wenn wir Glück haben, hier vielleicht noch ein 3-0 rausmachen und das Ding nach Hause nehmen. Hätte er wahrscheinlich auch nicht gehabt, wenn er in die Ecke gesprungen wäre, war einfach sehr platziert. Ich gehe jetzt auch direkt auf sehr defensiv gegen den, weil er ist schon nach vorn ein paar Mal gefährlich in Erscheinung getreten. Hat er gedacht, er kann ihn erstmal sexy reinschlenzen. Nicht so das Gefühl, dass sich sein Spielstil groß geändert hätte, aber mal schauen. Ja, es ist natürlich schwach. Schwaches Stellungsspiel. Oh! Nach der Ecke. Ecken waren ganz gefährlich bisher. Ich meine, ein Elfmeter und ein Tor, das kann sich sehen lassen. Ich wollte gerade sagen, und jetzt noch ein Distanztreffer. Das wäre natürlich noch die Krönung. Schade. Ja, jetzt ist es aber auch hier definitiv zu
überhastet in seiner Aktion. Das war einfach so ein schlechter Pass. Das hat man halt so offensichtlich gesehen, dass der nicht kommt. Aber ist gut, weil ohne Scheiß, wenn der Typ hier 1-0 in Führung gehen würde, das wäre ein ganz anderes Spiel. Das wäre ein super schweres Spiel, das weiß ich jetzt schon, weil dann auf Garantie dann viel abgebrühter und ruhiger in der Abwehr wäre. Also, das ist halt auch wieder so ein gutes Beispiel, das Spiel, dass es gibt einfach Spiele und Gegner, wo wirklich ausschlaggebend ist, wer das erste Tor spielt, weil die Gegner sich so krass mental, sage ich mal, verändern, ob sie jetzt in Führung liegen oder in Rückstand sind, dass quasi ein glückliches 1-0 am Anfang für mich dann fast schon ein sicherer Sieg ist, weil sie komplett austicken. Und umgedreht, wenn sie aber 1-0 spielen, einfach ihre komplette Leistung abrufen können, total souverän spielen und es dann ultra schwer wird, noch irgendwas zu reißen. Deswegen, ich denke, es ist so ein Spiel. Ich denke, es ist so ein Spiel, so ein Gegner, wo ich einfach durch dieses 1-0 die Wahrscheinlichkeit sehr hoch gestellt habe, dass er das gewinnt, weil der Gegner, glaube ich, nicht gut spielt, nachdem er im Rückstand liegt. Schön gemacht mit Sokrates. Jetzt eiert er irgendwie länger rum, muss ich sagen, bei seinem Spiel. Und wieder macht er den Fehler. Ah, ich meine, nicht ganz so krass. Wollte logischerweise auch nicht auf Gnabry passen. Das ist aber, denke ich, auch klar. Einfach mal mit Schmelzer durchrennen, warum nicht? Wieder schlecht gemacht. Erstens, die Vorlage kam von Philipp, das ist schon mal schön. Zweitens, dass ich noch gerafft habe, schnell den Ball rüber zu flanken, weil der Torhüter draußen ist. Und drittens, mit dem schwachen Linken, dieses super geile Volley-Tor. Unglaublich geil. Und Gnabry hat auch noch selber eingeleitet. Und zack, und was für eins, ey. Das war richtig, richtig schwer. Geil, geil, geil. Das war der Deckel. Also jetzt glaube ich nicht, dass da was passiert. Und ich glaube, Gnabry bleibt. Ich glaube, Gnabry ist besser als Werner. Ich glaube, er hat sich jetzt festgespielt. Er müsste auf jeden Fall jetzt eine bessere Quote haben. Boah, zum Glück. Er müsste auf jeden Fall jetzt eine bessere Quote haben als 1,1, würde ich sagen. Abwehrriegel mache ich nicht rein, also jetzt total auf defensiv gehen, weil dann stehen die so weit hinten, die Viererreihe, das ist total nervig. Also, wenn da einmal der Gegner es schafft, irgendwie an der Abwehr vorbeizuspielen, dann ist er halt gleich komplett durch, das ist halt scheiße. Und ich will auch noch ein bisschen was nach vorne machen können, was natürlich schwieriger ist, wenn der Abwehrriegel drin ist. Oh, noch ein Alu-Treffer. Wie geil wäre das denn bitte gewesen, wenn... Wenn Gnabry den auch noch reingemacht hätte. Das wäre natürlich ultra geil gewesen. Aber man kann nicht alles haben. Schade, alles Außennetz noch gestriffen, also war knapp. Schöne Grätsche. Also ich habe auf Grätschen gedrückt, es war dann keine richtige Grätsche, die er da gemacht hat, aber wurde ausgelöst mit dem Grätsch-Button. Wieder mit dem schwachen Linken, nur mal so nebenbei. Hätte ich nicht gedacht, weil als erstes Spiel, was ich mit ihm gemacht habe, wie gesagt, da hatte ich Deadeye statt Sniper, aber die haben ähnliche, also Deadeye und Sniper haben ähnliche Boosts, was den Abschluss angeht. Und da hat sich der linke Schuss so kacke angefühlt. Und jetzt hier mache ich jetzt zwei schöne Tore mit dem linken Fuß und der Schuss hier vor allem hat sich gut angefühlt. Also, ich habe auch nicht auf Flachschießen gedrückt, sondern einfach nur schießen und ins lange Eck gezielt und bums aus. Ja, 4-0, also das dann so eindeutig wird, hätte ich nicht gedacht. Aber ich werde mit euch, wenn ich hier 10 Spiele mache gegen den Spieler, gleiche Teams, dann gibt es hier nicht 10-mal ein 4-0 oder einen klaren Sieg für mich. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Ganz am Anfang hat er auch diese eine Chance da versetzt, wo er einen schlechten Abschluss
mit, ich glaube auch wieder Sterling war es, gemacht hat. Er hätte einfach noch einen Schritt gehen müssen in die richtige Richtung und alles sehr gut gewesen. Naja, der Anschluss, er ist ja auch offensiv nicht der schlechteste Spieler gewesen und hat auch gute Spieler. Der Anschluss, sage ich schon, ich meine das. Wie heißt der, na, wie nennt man's? Also, Ergebniskosmetik. Der Ehrentreffer, so, das habe ich gesucht. Okay, jetzt wollen wir mal ganz ruhig machen. Wir fangen jetzt nicht an, noch ein 4-0 abzugeben. Also, das sollte klar sein. Auch wenn er hier plötzlich ganz schnell zwei Tore nacheinander macht. Jetzt schnuppert er natürlich nochmal dran. Das ist natürlich ein bisschen blöd wegen der Moral und mental und alles, aber jetzt spielt er gerade nicht mehr mit. Also, er hat jetzt steuert er wieder. Schade. Und jetzt mit dem Champions League Style Sniper fühlt sich auch das Dribbling von. Und, oh, so gerade hätte ich das fünfte Tor machen können, schade. Es war aber auch ein CPU-Kopfball. Ich habe Ginter gesteuert. Oh, verschätzt von Sokrates, das passiert nicht oft. Aber man muss euch auch sagen, ich in dem Spiel jetzt zumindest wäre ich auf jeden Fall total verdient gewinnen. Ich meine, wir hätten es auch gerade noch das fünfte machen können. Dann hat man auch einen Alu-Treffer mit Gnabry, also ist jetzt nicht so, dass ich hier total glücklich vier Tore mache. Das war ein interessanter Pass. Riskanter Pass, aber ich dachte, er klappt. Und es war einfach. Ich kann es noch mal wiederholen. Defensiv, Schmelzer, im Normalfall gut bis sehr gut, manchmal halt Stellungsfehler. Okay, wir gehen jetzt auf Zeitspiel. Ich bin ganz ehrlich, seitdem es 4-0 steht, ihr merkt es auch am Gequatsche, ich konzentriere mich einfach nicht mehr so gut, sonst würden hier wahrscheinlich nicht drei Tore fallen. Aber jetzt wird logischerweise auf Zeit gespielt, nicht, dass ihr noch einen Ausgleich schafft. Also, ja, da muss ich aber trotzdem wieder zu mir selber sagen, also erstens mal krasse Disziplin und krasse Moral vom Gegner. Aber jetzt konzentrieren wir uns mal ganz kurz, bis das Spiel vorbei ist, okay? Fourth official has indicated there will be a minimum of 3 minutes of added time. It's upsides. Kein Abseits? Okay, krass. Ich dachte, es wäre Abseits gewesen. Dann macht Urigia noch eins. Warum nicht? Zwei Tore in your face. Ja, ich muss trotzdem sagen, ich darf nicht nach einem 4-0, weil, okay, die meisten Gegner, die brechen halt ein oder brechen ab. Da. Aber ich muss dann, wie man sieht, die Konzentration muss hochgehalten werden, weil er macht dann keine drei Tore, wenn ich hier so konzentriert spiele. Er macht vielleicht eins, vielleicht auch mal zwei, aber nicht nochmal drei. Von daher, ja, bin ich jetzt. Ich meine, es ist nachzuvollziehen, es ist auch im echten Leben so, dass dann die Spannung abbaut, aber das darf natürlich nicht passieren, das muss man verhindern. Das, ja, der Gegner darf nicht noch drei Tore schießen. Geiles Spiel. So, was haben wir denn da? Tore, zweimal Gnabry, einmal Arangis, zweimal Origi, ist auch Man of the Match Origi mit 9,6. Paraden hatten wir 3 und der Gegner hatte auch 3, okay.
Vorlagen. Philipp, sehr schön. Arangis und Kimmich. Und ich schaue jetzt nochmal ganz kurz auf Gnabry. Ich will nur gucken, aber ich dachte, er hätte schon die 1,1 überschritten. Da müsste er jetzt eigentlich schon deutlich mehr Scorer haben als Spieler. Ja, hat jetzt schon mehr Tore als Spieler. Das ist immer sehr geil als Stürmer. So, wir haben jetzt hier 15 durch 12. Da sind wir schon bei 1,25. Mal gucken, ob er das hält. Aber gerade was seine Abschlüsse angeht, die gefallen mir mittlerweile wirklich sehr gut. Und Origi dreht weiter ganz schön durch. Also, ich weiß nicht, was da los ist. Er fühlt sich jetzt auf... Also, er macht halt jetzt einfach noch mehr. Ist jetzt noch geiler als beim ersten Versuch. Das ist schon Wahnsinn. Wie gesagt, ständig die Abpraller. Es war diesmal schon wieder ein Abpraller dabei. Steht einfach immer richtig, der Junge. So, das zweite Spiel mit der Calcio A machen wir jetzt natürlich. Verdammt, ich habe irgendwas im Hals. Da kratzt. Oh, es geht nicht weg. Ich habe schon was getrunken. Oh oh. Kein krasses Team. Das bedeutet für mich, der Gegner spielt wahrscheinlich sehr, sehr gut. Ich habe ein bisschen Angst. Konzentrieren. Estadio FIBC. Keine Ahnung, was das ist. Ich glaube, irgendwas aus irgendeinem spanisch sprechenden Land sein, würde ich sagen, bei Estadio. Schon mitgelaufen mit Philipp. Oh, ist das schon wieder so ein Läufer? Ich glaube. Das war dumm, aber Perisic. Habe ich gerade gesagt, mit Philipp mitgelaufen, meine natürlich Perisic. Ja, es ist ein Läufer. Schade. Danke. Naja, nehmen wir die Ecke mit. Reicht doch. Scheiße, das war dumm. Musst du auf Krampf direkt nach vorne passen. Meistens ins Auge. Oh, er hat sich ein bisschen angepasst, wie es aussieht. Mist. Hat sich Brozovic aber auch nicht so gedreht, wie ich das wollte. Geil gespielt. Schlüsselpass war hier vor allem der auf Brozo, auf Perisic, dass ich den gesehen habe. Der ist logischerweise auch schon wieder eine Vorlage macht.
Aber das war wichtig, dass ich da Perisic gesehen habe, weil das wäre so, das hätte sonst nicht funktioniert. Ich musste erst auf Perisic spielen, bevor ich auf Brozovic spiele. Schade. Sehr gut. Mann, so schlecht rausgespielt und er schafft es trotzdem durchzukommen. Das ist blöd. Das ärgert mich immer. Wenn die Gegner dann eigentlich schlecht rausspielen und es trotzdem klappt. Und es ist so oft der Fall. Sehr gut. Gut verteidigt. Soll er eher auf Philippe gehen, nicht auf Icardi, der viel langsamer ist. Aber ich hätte mir den Ball nicht nochmal vorlegen dürfen. Dann hätte es trotzdem geklappt. Glück, dass er bisher ziemlich uneinfallsreich, was das Spiel nach vorne angeht. Boah, geil, Perisic, sehr geil. Oh, ich komme wieder nicht zum Schuss, verdammt nochmal. Ach, weiß nicht, warum Perisic genau in dem Moment dann in den Lauf geht, wenn ich ihn einspielen will. Schade, Mist, Risikopass. Benatia, bester Mann. Stellungsfehler. Ich verstehe echt nicht, warum so viele Spieler immer den Stellungsfehler drin haben. Das ist meiner Meinung nach nicht beigespielt, aber egal. Ich meine, ich stehe 1-0, er muss angreifen. Dann macht er trotzdem den Fehler, nachdem er so abwartet. Das ist geil. Oh, ist er jetzt schon angepisst? Sehr schön. Ja, ist er. Alles klar. Sehr gut, warum er da nicht abschließt und nochmal passen will. Krass. Danke. Aber trotzdem, wir brauchen das zweite Tor. Er hat wieder nullmal geschossen. Das ist aber scheißegal. Wir wissen, was das heißt. Gar nichts. Man kann jetzt trotzdem noch 4 Tore schießen in der zweiten Hälfte. Wir müssen schön ruhig bleiben. Sorry. Bin kurz durchgedreht, tut mir leid. Nimmt er sich aber Zeit. Jetzt nimmt er sich aber Zeit. Oh, was mache ich denn? Das war aber gerade ein richtig blöder Pass von mir. Jetzt konzentrieren wir uns mal wieder. Vielen Dank. Fuck.
Ach, schade, ich hätte so gern seinen Fehler bestraft, dann gibt's nicht mal eine Ecke. Das ist natürlich ärgerlich. Stellungsfehler. Es ist so einfach, aber es leider haben wir da jetzt nicht wirklich viele krasse Torschancen generiert. Das war aber gerade auch ein bisschen schlecht angenommen von Perisic. Da pfeift der Schiri mal was, das kann doch nicht sein, dass das wieder kein Foul war. Komm, grätsch mich kaputt. Endlich ist es mein Vorteil, ey. Oh! Und der wichtige Pass, vor allem von Brozovic, der der Passmeister ist, wird verkackt. Ja, wieder kein Foul, klar. Da brauche ich gar keinen Doppelpass machen. Zu geil gespielt und dann nur Alu, das ist echt bitter, ey. Ich will nicht, dass der Gegner durch irgendein scheiß Lackertor hier den Ausgleich bekommt. Bin echt schwach. Aber es ist halt nur ein 1-0. Das müsste jetzt mal gelb werden. Ja, es kaputt grätschen und dann die Hand geben oder was? Sehr schön. Immerhin. So, ich bringe das Ding jetzt richtig nah ans Tor, weil es geht immer. Wenn ich hier hinziehe, dann geht er hier hin, gefühlt. Ich. Dann gehe ich jetzt mal richtig nah ins Tor rein. Ich würde wahrscheinlich ins Tor reinfliegen. Na, das war ganz gut. Das hat mir gefallen. Das hat mir nicht gefallen. Weg damit. Das habe ich gemeint hier. Lass den Schuss mal durchkommen. Lass den Schuss mal durchkommen. Dann steht es hier 1-1. Und alle fragen sich, wieso. Oh! Ah, also.
Jetzt müssen wir mal auf Zeitspiel gehen, fällt mir gerade auf. Oder so ein Ding, wenn so ein Ding mal reingeht, kann ja auch passieren. Nochmal auf sehr defensiv. Zeit. Oh nein, der macht mir so einfach und das ist das zweite Ding, was Brozovic nicht macht. Was ist denn los mit dir? Zwei Dinger, Alter. Das eine ans Alu, okay, aber dann jetzt hier nochmal den versetzt. Oh. Jetzt dürfen wir gar keinen Fall noch irgendwie den Ausgleich fressen, weil wir müssten ja eigentlich schon 3-0 führen, ohne Scheiß. Das wollte ich nicht, ich wollte zu Perisic flanken. Ich weiß nicht, was das gerade war. Anscheinend habe ich zu schlecht gezielt, aber das Ding ist eh durch. Absolut verdient, aber ich hätte drei Tore machen müssen. Perisic, Quatsch. Brozovic hätte einen fetten Hattrick auspacken können, aber nein, er muss natürlich einen als Alu setzen und den letzten Mal, bis er los war. Aber egal. Vielleicht lag es ein bisschen an der Ausdauer. So, schön. Spiele gewonnen, zwei Stück. Ach, jetzt sind wir auch Gold 2, oder? Come on. Wie viele haben wir noch? 4, ne? Ne, 5. Okay, come on, 5. Alles klar, dann bis gleich. Bis gleich, sage ich schon. Bis zur nächsten Aufnahme. Also für euch nächste Folge halt.